Moin, liebe Freunde von DCS. Hier ist Danny von Starstream. Ich bin auf die Makido, sitze gerade in der Viper. Und möchte mal einen Strike mit dem Ding machen. Habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gemacht. Mit Laserbombs. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr Viper fliegen. Aber es gibt ja wie immer wieder, es gibt ja wie immer so viele schöne Module, die man viel zu selten fliegt. So. Das heißt, ich klemme mir da schon mal Waffen drunter. Sidewinder, 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 Sidewinder. Lightning Pod, den Harm Pod nehme ich auch mal mit. Brauche ich zwar eigentlich nicht, aber nice to have. Fuel Tanks. Fuel Tanks und ich nehme 2 GBU-10 mit. Oh geil, mit Mavericks könnte ich eigentlich auch mal wieder arbeiten. Aber ich nehme jetzt mal 2 GBU-10 mit. Hier eine. Und hier, mach voll die Viper. Okay. Dann das Schrottel ins Idle legen. Und es geht los. Machen wir den armen kleinen Vogel mal voll mit Sachen. So. Na, das Alignment starte ich gleich erst, wenn die Waffen dran sind. Denn wenn sich der Vogel bewegt und man Waffen dran hängt und es wackelt, kann es sein, dass das schief geht. Die Mirage 2000. Tja. Die müsste ich mir eigentlich auch nochmal zulegen. Okay. Ja, dann können wir das Heading hier mal. Das Heading, sage ich schon, das Alignment starten. Ich kann mir aber eigentlich schon mal hier den Wegpunkt reinpacken, oder? Macht man das? Eigentlich müsste das gehen. Nee. Clear. Ich warte hier, bis das Alignment durch ist. Nicht, dass es hier noch irgendwie Ärger gibt. Das restliche Flugzeug mache ich mal an. IFF. Mein Counter-Measure-Pod. Guard-Frequenz. Chef-Flare. Mode-Semi. Das kann ich aber schon mal machen, tatsächlich. Mein HMD Align. Ich gehe auf Return. Ich gehe auf List, auf MISC, auf HMCS Sequence Button. Einmal Enter. Das sieht gut aus. Nochmal Enter. Noch ein bisschen nach oben können wir. So, Enter. Das sieht auch gut aus. Enter. Return. Okay. Ah ja, da war eine Bombe dran. Eine Bombe. Ja. Armes kleines Flugzeug. Viel zu voll beladen. So, das Alignment ist ready. Data Link ist an. Das sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch unseren Zielpunkt. Gehen wir hier mal auf. Mal gucken, auf Mark. Die 2. Ich habe mir eine Mission da schon rausgesucht und sage hier Enter. Norden 36133170. Enter. Oder fehlt noch eine 0? Ach, ein 170 Enter, Entschuldigung. Und Enter. Host 03708 9
1. Achso, da fehlt ja noch eine Zahl. Okay. 9. 0, 7. Oh. Machen wir nochmal. Ost. 0, 3, 7, 0, 8, 9, 0, 7. Enter. Ja, Feet habe ich keine Ahnung. Stand da irgendwas? Wie viel Fuß? Bestimmt 10. F4, Briefing. Was steht da? 12, 51. Ein bisschen höher, was? Ja, tatsächlich. Enter. Okay. Dann kann das losgehen. Wo stehe ich denn? In Inschlick stehe ich, ne? Genau. Wo müssen wir hin? Helsinki ist hier in Aleppo. Ballern wir einmal rüber. Ich muss geradeaus und dann rechts rum. Taxi Light on. Ja, die Paveway 3 geht natürlich auch. Ich kenne mich mit denen aber noch nicht so gut aus in der Viper. Ist doch schon relativ, Feinde schon relativ nah dran. Auch ein bisschen strange. Naja. Ach so, hier meinen ganzen Radar. Also meine beiden Stationen unter dem Rumpf und das Radar muss ich mal anmachen, genau. Und um den Laser muss ich mich auch gleich nochmal kümmern. So, Sprit habe ich um die 11, 13, 12. Was ist das jetzt hier? 12.000, ne? 12.000. Und Sprit. So, ich kann mal die Kanäle durchgehen, ne? Was war das? Channel 9, glaube ich, war der Kanal, den ich brauche. Ja. Overlord, Eagle 1-1, Radio Check. War das nicht 255? Und 136. Naja. Overlord, Eagle 1-1, Radio Check. Ah, okay. Alles klar. Inschlick Traffic, Eagle 1-1, F-16, taking off runway 05. So. Das sieht alles gut aus. Attacke. Was schaltet mich denn da auf? Takeoff, Fahrwerk hoch. So, wie weit haben wir es? 95 oder sowas, ne? 94? Ja. Ja, bestes Laserbombwetter.
Oha, und Feinde haben wir auch schon natürlich. Und ich mit meinem armen kleinen Flugzeug hier. Wieso schaltet mich denn hier eine F-15 auf? Das stimmt denn nicht mit euch? So, erstmal schnell hoch. Ich gehe hier schon mal auf List, dann auf. War das MISC? Dann auf Laser. Code ist okay. Und ich sage 20 Sekunden. So, der Laser müsste jetzt auf Auto stehen und 20 Sekunden. Da vorne habe ich tatsächlich schon ein Ziel, das ich aufschalten kann. Ich bin entzückt. Ja, natürlich. Und Aleppo ist jetzt gerade Party. Vielleicht habe ich ja Glück. Auf 30.000 Fuß level ich aus. Okay. Also jetzt ungefähr ein bisschen Speed hole ich mir noch. So. Aus Spaß an der Freude gehe ich aber schon mal gleich auf Air to Ground. Aus dem Nachbrenner raus. Ich gehe einmal auf Air to Ground und mache meine Waffen hier ready. Ich sage einmal CCRP. No State ist okay. Single ist okay. Das passt. Ich gehe hier wieder aufs HSD. Hier hole ich mir den der TGP. Und hier sage ich einmal. Eigentlich wollte ich sagen CZ. Ach so, kann ich, sobald ich vom... Ja, alles klar. Nee, CZ geht ja immer nur, wenn man das Ziel nicht mehr im Fokus hatte. Irgendwas schaltet mich hier auf. SH-19? Bitte nicht. Ich glaube, ich fliege hier gleich nochmal mit den Harms los. Aber vor mir ist auch ganz tief gerade jemand unterwegs. Das ist auch spannend. Ich guck mal ein bisschen weiter runter. Tatsächlich. Ach, weißt du was? Masterarm on. Autopilot off. Wenn da jemand Bock hat. Ich würde gerne wissen, was das ist. Kann ich hier mit dem TGP eigentlich hier sehen? Weiß ich gar nicht, ob das geht. Doch, tatsächlich. Der TGP schaltet da automatisch drauf. Das ist gut. Habe ich gleich wenigstens eine Identifikation. Das ist bestimmt so ein Heli oder so. Jupp. Das sieht nach einem Heli aus.
Na, den kann man sicher mal eben besorgen. Ich muss immer wieder üben. Achso, genau, man guckt da mit dem, man hält diesen Button da gedrückt, guckt dann mit der Missile irgendwo hin oder der Schießwand drauf. Ich glaube, so war das. Ach, sind das mehrere? Das Ziel verloren? Ich glaube es nicht. Komm her. Sehe ich ihn jetzt nicht mehr? Geil. Vielleicht wurde er auch schon abgeschossen. Ja, sieht so aus. Wir sind aber auch gleich schon da und da kommen auch schon Ziele an. Ich gehe wieder auf Air to Ground. Da ist mein Ziel. Ja, da ist auch schon das Kraftwerk. Oh. So. Und mal kurz reinzoomen. Das sieht gut aus. Point Track. Laser ist on. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin nicht mehr weit weg, 35 Meilen. Gestern hat das leider nicht funktioniert. Da weiß ich nicht so genau, warum das nicht funktioniert hat. Hoffen wir mal, dass es heute klappt. 16.000 Fuß. Ich gehe aus dem Nachbrenner. Oh, da ist jemand hot auf mich. Ich beeile mich lieber doch ein bisschen. Noch keine Launch Authorization oder sowas. Ich bin auch zu weit weg. Gehen wir auf Autopilot für die Höhe und da kommt auch schon was von vorne auf 5000 Fuß. Ah. Naja, versuchen wir es mal. Ich gebe wieder ein bisschen mehr Gas. Fliegt schon Überschall? Tatsächlich. Na, mach 9,8. Ziel ist weg vom Data Link. Okay, da kommt die Launch Bar. Zehn Meilen entfernt. Oh. Da kommt die Launch Authorization. Konnte ich. Warum hat er nicht abgeworfen? Komm schon. Jetzt hat er abgeworfen. Oh. Oh, hinter mir sind Flugzeuge. Und mal gucken, ob er trifft. Ja,
Na, es wird gelasert auf jeden Fall. Ja, das sieht gut aus. Bisschen komplett, würde ich sagen. Habe ich ja noch einen in der Nähe? Da standen, waren auf jeden Fall noch mehr Plans. Lists. Da waren auf jeden Fall noch mehr Factories. Okay, ich versuche mal, ob ich noch einer hinkriege. Ich gehe mal in den Right Turn. Ohne zu sterben. Okay, nächster Wegpunkt ist Enter Nord 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 5, 7. 1 geht nicht mehr. Enter Ost 0. 3, 7, 1, 0. Was steht da? 1, 9, 4, 6, 1, 9. Sagen wir mal 5, ne? 1, 9, 5 trage ich da lieber ein. Okay, Feed 12, 59. 13, 59. 1359, Enter. Okay. Masterarm off. Ich gehe auf CZ und müsste das nächste Kraftwerk dann sehen. Sehe ich auch. Ziemlich genau hier. Point Track. Entfernung 11 Meilen und das Ziel ist da vorne. Ziehe ich mal ein bisschen härter hier. Okay, vielleicht wissen wir, ob ich da noch werfen darf. Ich denke mal schon. Ein bisschen gegen antrimmen. So. Da kommt die Loungebar. Ja. Na komm. Pickel. Ich hoffe, da wird es nochmal gelasert. Irgendwas will mich da. Wieso kann ich nicht. Da, gut, da ist die Waffe. Und die trackt auch. Hoffe ich zumindest. Müsste ganz gut aussehen. Jo. Kaboom. Sieht jedenfalls. Ja, da brennt was. Ob das wirklich kaputt ist? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das kaputt gegangen ist. Oh, da haben wir einen Boogie. Genau hinter mir, glaube ich. Oh, hier ist eine ganze Menge los. Wie viel Sprit habe ich noch? Oh, fuck it. Was ist denn hier los? Da vorne. Jetzt geht's los. Da vorne ist er. Call 911. Red, Rock,
Komm her. Wo bist du? Da unten. Fox 2. Schade. Mist, hab ihn verloren. Doch, da ist er. Oh, ich wurde getroffen, glaube ich. Oh ja, verbrennt ein Flügel. Ich versuche noch nach Hause zu fliegen. War theoretisch. Theoretisch könnte ich ja noch mal versuchen, hier was zu kriegen. Wo ist der Typ? Da ist auch noch. Komm her. Fox 2. Ich kann nicht schießen. Der haut ab. Ich bin gleich out of Sprit. Vielleicht kriege ich ihn noch abgeschossen hier. Ja! Boah. Ich hab ihn. Doch, ich glaube, er geht runter. Was hast du jetzt davon? Immerhin. Schade. Jetzt gleite ich. So, hier wird alles weggeschmissen, was ich hatte. Mal gucken, vielleicht kann ich ja noch sanft zu Boden gleiten. Okay, das Fahrwerk geht noch raus. Wo bin ich denn hier? Habe ich hier noch einen Flugplatz zufällig in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Oh, so. Ah, mit der Viper einfach in der Piste landen. Das wird nicht gehen. Muss auf jeden Fall schnell genug sein. Sonst wird das nämlich irgendwann eklig. Ah, vorne sieht das auch eigentlich ganz nett aus. 030. So, auf jeden Fall hier über die Grenze, glaube ich. Das ist schon mal eine gute Idee. Das heißt, ich bin, glaube ich, aus dem feindlichen Gebiet. Glaube ich. Ich bin nicht mehr in Syrien, sondern das ist hier. Ich darf ja nicht sehen, wo ich bin. Ja, doch, ich sehe, wo ich bin. Oh, scheiße. Na komm schon. Bitte nicht da in den Gebäuden. Nicht da in den Gebäuden. Bitte fall da nicht wie ein Stein in die Gebäude rein. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Bitte nicht. Tja. Gut, der Strike war erfolgreich. Der Rest nicht so. Bis zum nächsten Mal.